Hallo, grüße Sie. Wie immer Paraguay Live, ich bin der Pitt und heute sprechen wir über individuelle Bauweise. Also wir haben auch schon ein Video gedreht, was kostet wirklich ein Hausbau in Paraguay. Heute sprechen wir, volle Sonne, wie man sieht, sprechen wir über individuelle Bauweise und zwar Hausbau mit Architekten. Ich rate auch immer, also diejenigen, die haben ein bisschen mehr Geld, auch ein bisschen mehr Geld investieren wollen, sollen auf jeden Fall mit einem Architekten bauen lassen und darüber sprechen wir heute. Okay, also bleibt dran. So viele von uns fragen ja auch, Mensch, zeig doch ein bisschen ein paar Häuser, also wirklich, die mit Architekten gebaut worden sind und etwas bessere Qualität haben. Das ist also auch kein Problem, man kann also wirklich problemlos gute Architekten aussuchen und mit den Architekten einen extra Vertrag unterschreiben lassen und dann Haus bauen lassen. Eben von dem Architekten, man hat nur einen Ansprechpartner und zu den Kosten komme ich im Laufe des Videos. Okay, also bleibt dran, lade euch herzlich ein zu einem individuell geplanten Haus. Hat es euch gefallen? Was wichtig ist, bitte, bitte, bitte immer auf die schön großen, überdachten Flächen achten. Das ist in Paraguay wichtig. Ja? Man hat also, wie gesagt, fast immer Sonne und man sollte sich logischerweise von oben schützen. Ja? Ihr seht an so einem paraguayischen Haus, wie gesagt, das Haus gehört einem Paraguayer. Es gibt Swimmingpool, Grillbereich, große überdachten Fläche und ein Spielplatz bzw. Fußballspielplatz dazu. Das ist fast immer ein Muss. Ja? Mit dem Fußballspielplatz ist für mich vielleicht ein bisschen zu alt. Aber gut, jeder muss für sich allein entscheiden. Okay. Und, hat es euch gefallen? Ich gehe jetzt gerade nach Hause, ein bisschen durchgeschwitzt, volle Sonne, wie gesagt. Also, interessiert mich wirklich. Was ist eure Meinung darüber? Wollt ihr eher mit dem Architekten bauen? Oder lieber ein kleineres Haus in Eigenregie bzw. mit so einem Baumeister? Sicherlich die Frage, die man sich stellen muss, ist, hat man das nötige Geld oder nicht? Ich wollte euch nochmal über die Kosten was verraten. Also gut, mit dem Architekten hier in Paraguay, die Kosten also wirklich gute Bauweise, müsst ihr ungefähr um die 500 Euro der Quadratmeter bebaute Fläche rechnen. Das hängt natürlich immer von dem Bauherren ab, auch von dem Architekten ab, von den Wünschen ab. Ja, also man kann Baumaterialien im Wert von 10 Euro kaufen und man kann natürlich auch Granitplatten im Wert von 100 Euro kaufen. Wie gesagt, also
die Spanne ist natürlich viel, viel größer als in Deutschland. Daher, wie gesagt, also diejenigen, die über das Geld nicht verfügen, sollen lieber sich, sage ich mal, einen Baumeister nehmen und ein kleines Bau bauen. Hier links werde ich sicherlich auch das andere Video verlinken, wo ich über preiswerte Häuser spreche. Ja, für diejenigen, die ein bisschen mehr Geld haben und auf etwas mehr Qualität achten, rate ich auf jeden Fall, mit einem Architekten das Haus bauen zu lassen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben bitte. Sämtliche Fragen, Kommentare interessiert mich. Was möchtet ihr bauen? Einfach drunter eure Meinung schreiben. Okay, also bis zum nächsten Video. Macht's gut. Und hoffentlich kann euch ein bisschen schönes Wetter nach Deutschland oder auch in die ganze Welt, wo ihr immer seid, übermitteln. Okay, also macht's gut. Ciao, ciao.